Hallo Filmfans und herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Ich habe ja vor kurzem den Horror-Ikone-Tag ins Leben gerufen, habe aber bis jetzt noch keine Zeit gehabt, selber darauf zu antworten, das will ich jetzt hier mitmachen. Fangen wir gleich an. Frage 1. Wenn du dich für eine der drei Horrorreihen-Ikonen entscheiden müsstest, Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, für welche würdest du dich entscheiden und begründe warum? Ja, da fällt mir die Entscheidung nicht schwer, ich würde mich für Halloween entscheiden. Es war das, wo ich damals als Kind als erstes gesehen habe. Ich habe dann erst noch Jason und Freddy und so weiter gesehen. Und das ist mir dann halt irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und ich kann mir auch die Halloween-Teile immer wieder angucken und ich finde die immer wieder gut. Ja. Frage 2. Was hältst du davon, dass der zweite Teil von Halloween und der dritte und vierte Teil von Freitag der 13. immer noch beschlagnahmt ist? Also als allererstes mal möchte ich sagen, beschlagnahmt finde ich sowieso zum Kotzen. Ich finde es eh total beschissen, dass uns Erwachsene vorgeschrieben wird, was wir uns angucken dürfen und was nicht. Ich meine, für das sind wir nicht erwachsen worden, dass wir uns bevormunden lassen müssen. Und ich habe gerade vor kurzem den Turbo Kid gesehen, den kennt ihr wahrscheinlich ja alle. Der ist FSK 16, der ist meiner Meinung nach härter und blutiger wie die drei Teile zusammen. Ich finde einfach, man sollte jeden selber entscheiden lassen, was er sich anguckt. Andere Länder machen es uns ja vor, ob das jetzt die Österreicher, die Schweizer oder die Holländer sind. Bei denen kriegst du die Filme ohne Probleme. So, Frage 3. Welchen der drei Killer, Jason, Freddy, Michael, findest du am furchteinflößendsten? Muss ich auch wiederum sagen, finde ich auch Michael Myers. Jetzt werden die Leute sagen, sammeln, ist ja nicht ganz sauber. Ich erkläre euch aber auch warum. Jason Voorhees, meiner Meinung nach, ist ja irgendwie sowas wie... Ja, ich sage jetzt mal, so ein Untote. Kein Zombie, aber so ein Untote. Freddy Krueger ist eigentlich nur eine Traumgestalt und Michael Myers ist eigentlich ein lebender Mensch, ein Psychopath. Und man kann jeden Tag Fernsehen einschalten, Nachrichten, es rennen auf der Welt so viel Psychopathen rum. Ich meine, wenn man an die Geschichte zurückgeht, ein Ted Bundy, ein Ed Gein, ein Jeffrey Dahmer, ein Gary Ridgway und so weiter, waren ja auf ihre Art irgendwie so Psychopathen aller Michael Myers. Und deswegen ist der für mich einfach am furchteinflößendsten, weil der einfach der Realität am nächsten kommt. So. Frage 4. Welche der drei oben genannten Filmreihen hast du zuerst gesehen? Habe ich eigentlich schon beantwortet, es war Halloween. Frage 5. Wenn du die drei Reihen miteinander vergleichst, welche hat deiner Meinung nach die härteren Kills? Also, da stimme ich eigentlich allen dazu. Jason Voorhees hat die härteste Kills. Dann meiner Meinung nach Halloween hat die authentischste Kills. Und Freddy Krueger hat die übertriebenste Kills. Frage 6. Wie findest du das Remake von Freitag der 13., Halloween und Nightmare on Elm Street? Das Freitag der 13. Remake finde ich gut. Ich finde da gut, dass das ziemlich kompakt macht hin. Eigentlich die ersten drei Teile in einen Film gepackt habe. Dadurch hat der Film auch keine Länge, sondern geht eigentlich gut ab. Ich finde die drei alten Teile trotzdem besser, aber es ist meiner Meinung nach trotzdem kein schlechtes Remake. Das Halloween Remake vom Rob Zombie finde ich absolut genial, muss ich ja ehrlich sagen. Ist einer meiner 10 Lieblingsfilme überhaupt. Wie ihr vorhin schon gesagt habt, ich finde einfach die Art und Weise, wie Rob Zombie den Michael Myers dargestellt hat, als richtiger Mensch, als Psychopath, wo einmal sich schneller bewegt und auch Geräusche von sich gibt und alles drum und drauf, finde ich halt einfach, gefällt mir halt einfach richtig gut. Und das Nightmare on Elm Street Remake, das ist ja meiner Meinung nach wirklich ein absoluter Scheiß. Also, wird man keiner erzählen können, dass er das gut findet. Vor allem, wenn man die alten Teile kennt. Wenn man die alten Teile nicht kennt, guckt man sich so, dann gibt es bestimmte Leute an, wo sich oh, gar nicht so schlecht. Aber im Vergleich zu den alten Teilen ist das mal ein absoluter Dreck. Dann Frage 7. Von welchen der drei Reihen würdest du dir persönlich eine Fortsetzung wünschen? Ich denke, brauchen wir überhaupt eine Fortsetzung oder sollte man die drei Horror-Ikonen jetzt einfach mal in Ruhe lassen? Aber wenn ihr mir entscheiden müsst, wenn, dann würde ich mir wünschen, dass vielleicht der Rob Zombie noch ein dritter Halloween dreht. So, Frage 8. Besitzt du alle Teile der drei genannten Horrorreihen? Ja, besitze ich. Ich habe alle Freitag der 13. plus Remake, alle Nightmare on Elm Street plus Remake und alle Halloween plus die Remakes. Frage 9. Wenn du die Möglichkeit hättest, bei einer der drei Reihen mitzuspielen, welche Reihe wäre das und was würdest du für eine Rolle spielen? Ein Opfer, der Killer oder die Person, die den Killer jagt? Also wenn ich irgendwo mitspiele würde, dann wäre es entweder bei Halloween oder bei Freitag der 13. Und nein, ich würde nicht den Killer spielen und auch bestimmt kein Opfer.
sondern ich würde wahrscheinlich die Person spielen, die den Killer jagt, weil ich denke, die Rolle ist richtig gut. Und ja, mehr kann ich nicht sagen. Ja. Dann noch Frage 10. Bewerte die folgenden Horrorreihen von 1 bis 5. 1 die beste, bis 5 die schlechteste der 5 Reihen. Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, Saw, Texas Chainsaw Massacre. Durch ganz klar bei mir Nummer 1 Halloween, dann kommt Freitag der 13., dann kommt Saw, dann kommt Nightmare on Elm Street und zum Schluss Texas Chainsaw Massacre. So, das war jetzt der Tag. Jetzt möchte ich noch kurz was in eigener Sache sagen. Mir ist aufgefallen, dass es immer wieder Leute gibt, wo, wenn sie unsere Videos anschauen und Daumen runter da lassen, wo ich einfach sage, ich finde es eigentlich absolut scheiße, weil jeder von uns gibt sich Mühe und versucht, ein gutes Video hinzubekommen. Ich meine, wir sind halt keine Profis, wir sind halt kein Peter Jackson oder Steven Spielberg oder so. Wir machen es eigentlich, weil es unser Hobby ist. So geht mir es auch. Ich lege da keinen Wert drauf, ob du mir jetzt Leute 1000 Daumen hoch gebe oder so. Ich mache es einfach, weil mir Spaß macht und weil ich das gerne mit anderen Leuten teilen möchte. Und ich hätte vor den Leuten mehr Respekt, wenn sie dann Daumen runter da lassen, aber trotzdem dann an die Kommentare unten reinschreiben, hey, dein Video war scheiße, war kacke oder mach das und das anders. Aber einfach nur einen Daumen runter da lassen und dann nix, das finde ich halt schon eine schwache Vorstellung. So, das war's. In diesem Sinne, wieder danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei einem von meinen nächsten Videos. Euer Stone Cold.